So, willkommen zurück zu DayZ Epoch. Ich bin wieder mit Bomi allein, hallo. Hi. Wir hatten eigentlich eine Aufnahme mit Mörki das letzte Mal gemacht von DayZ Epoch. Die fahren direkt durch. Die fahren durch, ja. Warte, ich gucke. Ganz kurz gucken, wo ich bin jetzt. Ich weiß das gar nicht. Mogilewka, ist das Mogilewka? Mal sehen, ups, ich markiere es mal. Die halten dort an dem Auto. Das ist Mogilewka, nee, ist nicht Mogilewka. Egal. Wir sind auf jeden Fall kurz vor einem Kackdorf und wir haben da unten ein Auto gesichtet und auch ein anderes Auto, was bereits benutzt wird. Und die halten da, sagst du? Ja, ich stehe direkt an dem Auto. Ey, wir fangen hier an und gleich Action hier. Ja, ja. So muss es laufen. Auf jeden Fall haben wir mit Noki schon, sind wir bis Darisebor wieder hochgelaufen. Jetzt wollten wir weiterspielen und der hat nichts übernommen. Wir sind wieder bei Balota quasi gespawnt jetzt und laufen allein weiter. Naja, egal. Aber jetzt ist er wieder so aus der Puste, da kann man wieder ewig nicht schießen. Ja, das kann sein, das stimmt. Also zumindest nicht aimend. Ja. Hier sind zwei Zombies, scheiße. Wo? Bei der Scheune, bei der großen. Ach, da bist du, ich bin schon hier vorne. Bist du über den Sandweg schon rüber? Ja, jetzt. Geh ich jetzt auch rüber. Hast du gesehen, wie viele Leute das waren? Ein Auto, aber ich habe keine Anzahl an Personen sehen können. Jetzt sieht mich der Zombie, wisst ihr, ey. Kacke, ich weiß nicht mehr, wo das Auto stand jetzt. Lauf, spread, also ich lauf gerade zu. Okay. Quasi. Die sind weg, das Auto steht noch. Die sind weg, Auto steht noch, das hört sich ja gut an. Und ich habe ganz viele Zombies hier gerade. Kacke, ich lauf mal da hinten durch. Wie geht's dem Auto, weil ein paar Teile haben wir ja noch. Sehe ich jetzt nicht auf Anhieb. Na, zur Not müsste man, ein Stückchen zurück, oder? War das auf der anderen Seite in dem Wald, ne? Ja, genau. Ja, man kann mal ganz kurz erklären. Wir haben nämlich mitbekommen in der letzten Aufnahme, dass ja zum einen eine Gewichtsanzeige ist. Das wussten wir auch schon vorher, also im Inventar. Und das, desto höher das Gewicht ist, desto schneller powert der Spieler aus. Und das Auspowern erkennt man daran, dass das Bild langsam schwarz wird und sich der Spieler irgendwann hinlegt und man gar nichts mehr sieht. Alter, sind da viele Zombies. Deshalb mussten wir teilweise ganz schön viel Industrieloot einfach auf den Boden legen, weil wir sonst nur 3 Meter gerannt sind und dann hat sich unser Typ auf den Boden geschmissen und wollte pennen. Vehicle Lock. Ach, hör doch auf. Die ganze Zeit schon haben wir diese scheiß Vehicle Lock Geschichte. Die Leute rennen da hin und locken die Karre. Obwohl ich ja, wie gesagt, gehört habe, dass es angeblich nur mit gekauften Fahrzeugen geht oder gehandelten Fahrzeugen. Wie kann das denn gelockt sein? Haben wir mal das Stück und finden ein Auto? Ja, ja. Scheiße. Na gut, dann mach ich einen Cut. Alter, die scheiß Bahn. Ich habe das Fenster nicht zugemacht. Oh. So, jetzt sind wir kurz vor Darisebor auf Neues. Ich habe das Gefühl, wir laufen die ganze Zeit nur Küste, Darisebor. Dann Fehler beim Spawn, wieder Küste, ab nach Darisebor. Dann Auto weg, ab zur Küste, wieder in Richtung Darisebor. Auf jeden Fall sind wir jetzt kurz vor Darisebor. Täglich weil grüßt das Murmeltier. Auf jeden Fall. Genialer Film übrigens. Das ist ein Zombie schon. Wir wollen halt mal gucken, ob wir ein Auto finden. Dann müssen wir Nahrung holen und die Zelte klappern wir natürlich trotzdem ab. Ich hab Bock auf eine DMR oder irgendwie so Scharfschützengewehr oder irgendwas. Und dann geht's hoch in den Airfield, zum Airfield. Der sieht mich echt jetzt? Ach nee, dich. Okay. Nee, der hat dich. Der rennt auf dich. Das ist ja krass. Naja, egal. So witzig, ne? Ignoriert mich, obwohl ich naja. Vor dir bin. Gut, bei der Halle werden wir ein paar los. Dann spähen wir mal kurz rein. Vielleicht finden wir ja noch ein. In dem roten. Ja, na. Das rote Kreuz, die Zelte da. Vielleicht finden wir da Antibiotika. Mal gucken. Die Fahrzeuge sind ja alle gelockt. Ein Flugzeug haben wir auch schon gesehen, gerade. Kurz vor Darisebor. Alter, Flugzeug fliegen. Hoffentlich komme ich nie in die Situation. Ich weiß nämlich überhaupt nicht, wie das geht. Bist du schon mal geflogen in DZ? Nur mit. Okay. Aber selber gesteuert noch gar nicht. Hier ist eine Motocross. Werden die es gelockt? Wie halt gelockt? Das ist doch zum Kotzen. Was ist denn das bitte? Ich verstehe das nicht. Das ist doch scheiße. Du bist in der Apokalypse, rennst irgendwo von Dorf zu Dorf und alles und die ganzen Fahrzeuge sind, vor allem ein Motorrad ist abgesperrt. Wie hol ist das? Windschlüssel einfach gezogen. Ja, toll. Echt kacke, jetzt jedes Auto. Für ein Auto.
Ernsthaft? Aus welcher Richtung? Scheiße, das hier. Wo, was ist denn hier? Wo bist denn du? An der Halle. Da läuft, da fährt an der Hauptstraße lang. Der fährt weg, ne? Fährt der weg von Stuck? Ich bin hinter den Zelten, ich liege in den Gebüschen irgendwo rum. BZW krieche gerade. Ist der denn jetzt nicht zu den Zelten fahren? Wer fährt denn durch Darisoborn in die Zelte nicht mit? Irgendwelche Geisteskranken. Wahrscheinlich. Haben die dich gesehen? Nee, ich hab die ja nicht gesehen, ich hab sie nur gehört. Aha. Die Halle liegt ja Gott sei Dank etwas höher als die Straße. Mhm. Da hab ich natürlich Schiss hier, wenn ich hier loote, dass die jetzt doch angepfiffen kommen noch. Dann guck du die Zelte ab. Ja. Bleib in deiner Nähe quasi. Okay, warte mal, ich fang mal hier an. Hier hinten fange ich an. Gut, laufen wir mal grob durch. Ich guck jetzt nicht überall rein. Ich schaue nur, ob ich so direkt eine Waffe jetzt liegen sehe. Weil munitions- und waffenmäßig sind wir echt ganz gut erstmal ausgestattet. Was ist das? Ach so, Bandagen. Jetzt muss ich mal gucken, würde ich die Waffe überhaupt sehen? Hm. Gut, auf jeden Fall jede Menge Magazine. Bandagen, Magazine. Bisschen doof, dass die ganzen Magazine grüne Täschchen sind und man nicht von draußen gleich sieht, was es ist. Naja. Eine Remington braucht kein Mensch. Hier kann man was gieren, was man nicht sieht. Hier liegt zum Beispiel eine Leinfield rum. Natürlich immer Essen rum. Echt rein und den Boden looten. Oh, Essen, ja, weil. Ich glaub jetzt dieses scheiß Motorteil hier, das ist mir zu doof. Jo, Klaus Beck. Das nehmen wir einfach, legen wir einmal weg, nehmen das. Ach nee, wir haben ja gar keine M9, bin ich blöd. So. Was haben wir nicht? Nee, ich hab gedacht, ich habe eine M9 als Pistole, habe ich ja gar nicht. Was gibt's hier? Chemielichter. Kann man damit eigentlich jetzt Zombies dann langsam weglocken? Weiß ich nicht. Big EpiPen. Oh, ich bin gerade mal bei 32 jetzt, bei 32. Was ist das für eine Einheit hier? Kilo ist es Pfund, ja nicht. Pfund, ja. Oh, die Bahn, oh, ist das ein schönes, oh, hm. Warum in Urlaub fahren, wenn man auch diesen Ton haben kann? Geil. Echt geil. Die Ostsee rauschen. Nicht? Die Meeresrauschen. Ein Traum. Warst du Antibiotika. Schon? Ah, gut. Wollte gerade fragen, ob du schon bei den Zelten bist. Die Zelte hier hinten hast du schon, sagst du? Ja, bin ich durch. Okay. Würde ich sagen, keine besonderen Vorkommnisse. Können wir nochmal in den Supermarkt und dann abhauen. Ja. Vielleicht finden wir nochmal Box of Matches. Das wäre gut. Aber ich habe erstmal viermal Essen. Fünfmal Essen sogar. Ich habe aber nichts, ich habe nichts zu trinken. Das ist naja, mein Problem. Und ich will andere Klamotten. So. Ich hab welche einstecken. Gilly Shield habe ich noch. Echt? Kannst du anziehen. Da wollte ich ja Bandagen draus machen. Ach Quatsch, die finden wir oft genug. Vor allem kann ich dich sehr schnell von der Masse dann echt unterscheiden, wenn wir hier mal irgendwie mehrere Leute sehen. Häuserkampf sind. Ja. Schon zum Vorteil. Hier ist wieder der Truck von gestern, von der ersten Aufnahme. Ja, der ist noch hier. Fahrzeug. Ja, ein Auto. Lockt. Oh geil, wo fahren die hin? Die holen wir uns. Komm, wo bist du? Wo? Hier vorne auf der Hauptstraße bin ich. Eine Hauptstraße lang gefahren. Sind die weg wieder? Ja. Ist doch langweilig, wieso fahren die alle durch? Was? War hier was drin? Nee, ne? Klamotten einmal. Da bin ich jetzt durchgelaufen, weil ich habe keinen Bock in die Falle zu rennen. Die FPS gerade grandios auf 20. Das ist ein Traum. Naja. Hm, bei mir ist auch gerade ein bisschen laggy. Das ist übrigens locked, das Fahrzeug. Ja, das ist von gestern noch locked. Oh, hier einmal trinken.
Munition, naja gut. Trinken zweimal, einmal, einmal. Hier ist noch Essen auf dem Boden, das lasse ich mal liegen einfach. Essen brauche ich eigentlich jetzt nicht. So. Was ist das denn? Oh, was ist denn das Schönes? Hey, Keymakers. Da können wir vielleicht dann doch diese gelockten Vehikel, das probieren wir mal mit den Truck gleich mal aus. Probier das mal, ja, genau. Ich hab das jetzt genommen. Ja. Guckst du hinten rum? Ich guck hinten noch rum und du schaust mal da. Und das. Geh mal gucken. Jetzt. Hab ich hier nochmal trinken? Sehr gut. Painkiller nehme ich mal mit, habe ich ja auch nicht. Ja, das war ein Handy im Hintergrund. Also das ist ja gerade alles sehr, sehr, sehr mit viel Hintergrundgeräuschen. Das tut mir ein bisschen leid. Ist mir aber eigentlich eher egal. So. Oh, noch mehr trinken. Ich packe mal meinen ganzen Rucksack nur mit Fressalien jetzt voll hier. Und? Das kann ich noch nicht machen. Hm. Was hat das zu bedeuten? Vielleicht irgendwelche Gebäude, wo man da sowas... Da ist ein Magazin drin, eine Waffe. Ja, das, hier wird da übelst viel geiles Zeug reinpassen. Kann ich das... Bitte? Eigentlich. Was kannst du eigentlich? Maker Kit. Was kann... Kannst du dann wie Rechtsklick drauf machen? Shape Keys. Ja, Make Keys. Keys. IMakeYouSexy.com. Ein Auto. Alter, sind die schnell. Alter, lecken die sich hier durch. Scheiße, ich komme mal zu dir rüber. Achso, gut, dann gehen wir hier hin. Der hat mich hundertprozentig gesehen. Wollen wir abhauen jetzt einfach Richtung Norden? Ja. Nochmal essen. So, gleich ist mein Rucksack voll. Ein Platz noch. Hunting Knife. Hier hinten habe ich schon eigentlich alles. Hast du aber Box of Matches? Keine Box of Matches gefunden? Nee, ich habe die grünen Täschchen ausgelassen, stimmt. Ich habe direkt nach dem Icon gesucht. Oder nach dem Item. Ja, Box of Matches hat ja dieses Item. Achso, nee, dann habe ich nicht. Däne vier extra Schächtelchen. Ja. Okay, ich bin hinten draußen. Mhm. Was kann man denn jetzt mit diesen Schlüsseldingen machen? Das ist jetzt die große Preisfrage. Das ist eine gute Preisfrage, ja. Könnte jemand mal in die Kommentare schreiben auf die Schnelle? Das lässt sich wahrscheinlich leicht nachgoogeln, aber wenn es jemand weiß, dann ne, geht das ja schneller. So, ich renne übrigens jetzt Richtung Norden, ne? Du bist mitten auf der Hauptstraße dann? Ja. Ja. Gut erkannt. So. Ja, ich mach kurz einen Cut an der Stelle. Wir sehen uns jetzt aber wirklich am Airfield wieder. Da kommt jetzt hoffentlich nichts dazwischen. Ja. So, willkommen zurück. Wir haben endlich mal ein nicht gelocktes Fahrzeug und zwar ein Citroën. Danke, Frankreich. Alter, der sieht gut aus. Das ist schön. Die französischen Autos kann man also nicht abschließen. Gut zu wissen. Das heißt, wir können endlich fahren. Oh, einfach nur ein Reifen ein bisschen defekt. Warte. Den hat bestimmt einer hier abgestellt. Ich würde sagen, das Airfield, sieht Alter. Ein bisschen aus wie abgestellt für ein Airfield, ja. Ja. Wo wollen wir hin? Wir rollen zum Airfield. War denn erstmal da hinten in den Wald oder so? Ja, und dann laufen wir weiter zum Airfield. Dann laufen wir weiter. Jetzt gucken wir mal, scroll mal, kannst du safe machen mit dem Auto? Direkt voll. Nee, kann ich gerade also, nicht. Oder wenn du draußen stehst, oder mit dem Keylocker dann. Mit dem Key-Dingsbums. Muss man echt mal schauen, ob wir endlich auch mal ein Auto locken können. Best so, Zombie, sind wir kurz vorm Airfield. Wir bleiben hier natürlich stehen mit der Karre. Getten mal out. Cargo-Check, remove. Cargo-Check. Stirb! Wo ist der nächste Zombie? Nirgendwo, okay. So, wie kann man jetzt ein Auto auch abschließen? Also, verdammt. Wie kann ich das jetzt locken? Scheiße. Also, Safe S geht schon nicht. Ist eigentlich was im Gear drin? Nö. Not really. Ich mach mal in die Karre ein bisschen Fressalien rein. So. Der ziemlich leer ist, ne? Was? Benzin? Nee. Da war ja jetzt keine Waffen und nichts drin in diesem Auto, ne?
Ja, ich weiß auch nicht, kann das auch nicht richtig definieren, aber ich würde mich interessieren, wie ich jetzt ein Fahrzeug ab... Wie können die denn durch die Gegend fahren und die Dinger locken? Ich verstehe das nicht. Cargo schickt, dann sagt er mir nur genau, was ich noch am Platz habe. Remove, ja, kann ich Sachen auseinandernehmen. Ist mir ein Rätsel, weiß ich nicht. Okay, wir gehen jetzt aber erstmal zum R4, oder? Ja, warte mal kurz. Da haben wir ein paar Zombies. Wo ist denn jetzt hier das... Mein markiertes Ziel eigentlich? Das muss doch irgendwie... Da war's doch. Da. Ach, da sind ja auch die Mauern, genau. Genau, dann geht's ab zum Airfield. Schauen wir, ob wir ein paar geile Waffen finden oder... Ich weiß gar nicht, was brauchen wir noch? Radtaste gesagt. Vielleicht finden wir auch ein Heli. Oder mal eine Antwort darauf, wie wir Fahrzeuge abschließen können. So, boom, können wir. Warte mal, ich guck gerade mal nach. Ach, bei Google. Ja, vielleicht finde ich jetzt. Bei Onkel Google. Ja, guck mal. Gut, ich mach kurz einen Cut an der Stelle, da brauchen wir jetzt hier nicht warten. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir auf dem Weg sind.